Japan kommt einfach nicht zur Ruhe. Auf den Tag genau einen Monat nach dem verheerenden Erdbeben und Tsunami wurde heute das Umland von Tokio erneut von einem Beben mit der Stärke 6,6 erschüttert. Michael Görgens, Leiter Vorhandel an der Börse Stuttgart. Auch hier ist die Verunsicherung wieder spürbar. Der DAX verlor ad hoc 40 Punkte, über 40 Punkte. Wie haben Sie den heutigen Handelstag bisher erlebt? Also wir waren hier natürlich gerade seit heute Morgen eher positiv unterwegs. Das heißt hier, wir haben ja eher Gewinne zugelegt gehabt. Dann kam halt die erschreckende Meldung, dass tatsächlich auch wieder ein Erdbeben in Japan stattgefunden hat. Daraufhin ist der DAX sage und schreibe sofort knapp 40 Punkte eingebrochen. Die Erholungsphase war jedoch umso spannender. Wir sind hier mittlerweile wieder auf einen neuen Tageshoch. Die Marke von 7200 wurde auch locker überschritten. Das heißt, man sieht hier im Umkehrschluss auch wieder, dass im Moment nichts den DAX so richtig stoppen kann. Wir haben zwar jetzt hier ungefähr bei 7200, 7230 ein gewisses Level erreicht, wo wir eine Widerstandszone haben, aber insgesamt haben wir doch einen ganz starken Aufwärtstrend und es scheint so, dass egal welche Meldung hier kommt, ob es eine Leitzinserhöhung ist, ob es Portugal-Meldung ist, die aussagt, dass Portugal unter den Rettungsschirm muss oder neue Höchststände in den Rohstoffpreisen. Wir sehen hier Silber bei in Allzeithoch bei 41 US-Dollar, Gold bei 1476 US-Dollar. Nichts scheint im Moment die Aktienmärkte, insbesondere den DAX, zu stoppen. Ja, Sie sprechen schon von der Unsicherheit in den Märkten an. Japan haben wir schon besprochen, Libyen noch nicht ausgestanden, Eurokrise nicht ausgestanden. Wie reagieren eigentlich die Anleger auf die anhaltende Unsicherheit? Also man geht hier eher zurückhaltend mit den Umsätzen um. Das heißt, hier werden insbesondere Produkte natürlich gekauft. Zum einen, die eine gewisse Währungssicherung geben. Wir haben jetzt hier von den Rohstoffen, insbesondere Gold und Silber, gesprochen. Also ETCs, die hier in Edelmetalle investieren, werden als Währungsschutz genommen. Auf der anderen Seite versucht man, gegen steigende Zinsen zu spekulieren. Man kauft sich ETFs beispielsweise, die auf fallende Anleihepreise setzen. Und insgesamt hält man sich mit Neuinvestitionen zurück. Das heißt, dementsprechend sind auch entsprechend der vorvergangenen Woche die Umsätze relativ niedrig bei uns im Markt, insbesondere im ETF-Bereich. Im Gegensatz zu dem Käufer-Verkäufer-Verhältnis, hier haben wir gerade ein Verhältnis von 2:1. Das bedeutet, auf jedem Käufer trifft genau nur ein Verkäufer. Das zeigt natürlich schon, dass hier ganz leichter Flow in Richtung steigende Märkte da ist. Sie haben bereits die Edelmetall-ETCs angesprochen. Welche Fonds, welche ETFs konnten von den vergangenen Tagen besonders profitieren, beziehungsweise welche Fonds kamen besonders unter Druck? Also besonders profitieren konnten natürlich insbesondere Produkte, die hier in Asien investieren. Emerging Markets ist ein großes Thema, wobei Japan ausgeschlossen wurde. Also es wurde eher um die umliegende Peripherie letztendlich investiert. Taiwan, Vietnam und auch China waren ganz groß im Kommen. Osteuropa, Emerging Markets war stark gekauft worden und natürlich Südamerika, Lateinamerika war auch weiter auf dem Radar der Anleger. Insbesondere alternative Energien im Hinblick auf die große Atomkrise, die hier stattgefunden hat, war weiter im Fokus der Anleger, analog natürlich auch entsprechende ETFs. Zuletzt gibt es noch eine brandaktuelle Meldung aus dem ETC-Handel. Da bleibt mir eigentlich nur zu fragen, welche das ist. Also im Moment ist es so, dass BlackRock, bisher der größte Anbieter von ETFs weltweit, nun auch den Weg geht, ETCs anzubieten, also Exchange Traded Commodities oder börsengehandelte Rohstofffonds, wie der eine oder andere es nennt. Hier ist es so, dass man sich auch auf Edelmetall-ETCs im ersten Schritt beschränkt. Das bedeutet, hier werden Palladium, Platin, Silber und Gold abgebildet. Bisher ist ein Listing nur für London vorgesehen. Ein Listing hier in Deutschland wird in den nächsten Tagen folgen. Die Märkte bleiben äußerst unsicher angesichts der Gemengelage in Japan. Eurokrise, Libyen ist nicht ausgestanden. Dennoch gibt es auch Neuigkeiten aus dem ETC-Handel. Michael Görgens, vielen Dank für das Gespräch.